Das Ultrafan-Triebwerk, die übernächste Triebwerksgeneration von Rolls-Royce, soll 2025 in Betrieb gehen. Der Ultrafan ist im Vergleich zur ersten Trendgeneration 25% effizienter im Spritverbrauch, hat weniger Emissionen und ist leiser. Beim Ultrafan-Triebwerk entkoppeln wir die Turbinengeschwindigkeit von der Fangeschwindigkeit, dem großen Bläser. Wir lassen die Turbine schneller laufen, benötigen aber deswegen ein Leistungsgetriebe, was die Leistung von der schnell laufenden Turbine auf den langsam laufenden Fan überträgt. Das Getriebe für den Ultrafan ist das leistungsstärkste Getriebe, was je gebaut wurde für die Luftfahrt. Bei vielen Antrieben ist die Kombination einer hochdrehenden Antriebsmaschine mit einem Zahnradgetriebe die günstigere Wahl. Zahnradgetriebe eignen sich besonders für hohe Drehmomente durch den formschlüssigen Eingriff der Zähne. Durch die Kombination der schnell drehenden Antriebsmaschine mit einem Hochleistungszahnradgetriebe lassen sich auch hohe Drehmomente, hohe Leistung mit insgesamt günstigeren Kosten, niedrigerem Gewicht und besserem Wirkungsgrad darstellen. Bei so großen Flugantrieben wie dem Ultrafan gab es bisher noch keine Getriebe. Sie müssen sich vorstellen, wir übertragen hier eine Leistung von 80 Megawatt. Das entspricht 100.000 PS oder auch der vollen Leistung von 500 Mittelklassewagen. Das gab es in der Luft bisher noch nie. Im Fokus unserer Forschung hier an der TU München stehen Zahnräder und Antriebssysteme. Wir forschen hier an den Haupteigenschaften von Zahnrädern, der Lebensdauer, also der Tragfähigkeit, dem akustischen Verhalten und dem Wirkungsgrad. Wir entwickeln dazu Simulationstools und Berechnungsmethoden, um die Eigenschaften zu optimieren. Für das Forschungsprojekt am Getriebe des Ultrafan haben wir nicht nur Simulationen und Berechnungsmethoden angewendet, sondern wir haben uns auch einen Prüfstand entwickelt, an dem wir die Ergebnisse aus den Berechnungen und Simulationen verifizieren wollen, um so das Gesamtantriebssystem des Ultrafan hinsichtlich Wirkungsgrad, Lebensdauer und akustischem Verhalten weiter optimieren zu können. Eine Herausforderung bei der Konzeption dieses Prüfstands war, dass das Originalgetriebe viel zu groß ist, damit wir es hier am Lehrstuhl testen können. Deswegen mussten wir das Originalgetriebe auf ca. ein Drittel runterskalieren, damit wir es von der Leistung her hier am Universitätsumfeld überhaupt unterbringen können. Der Prüfstand ist einer der komplexesten, den wir hier an der TU München haben, weil er von der Leistungsgröße her einer der größten ist, die wir hier am Lehrstuhl in Betrieb haben und weil wir hier sehr viele Messkanäle, nämlich bis zu 100 Messkanäle gleichzeitig aufzeichnen und anschließend auswerten. Hier an unserem Prüfstand haben wir die Möglichkeit, relativ einfach unterschiedliche Variationen durchzuführen. Das wäre an einem großen Prüfstand in Originalgröße um Größenordnungen aufwendiger und kostenintensiver. Deswegen führen wir hier an unserem Prüfstand sehr viele Variationen durch, die zu sehr vielen Ergebnissen führen, die wir anschließend für unsere Forschung verwerten können. Wir kommen hier mit einer so geringen Leistung aus, weil wir das Verspannprinzip verwenden. Beim Verspannprinzip verwenden wir zwei Getriebe, hier im Vordergrund das Prüfgetriebe, im Hintergrund das Übertragungsgetriebe, die wir gegeneinander verspannen und mechanisch so miteinander koppeln. Geplant ist, die nächsten Jahre diese Tests durchzuführen. Seitens Rolls-Royce ist geplant, dass das Triebwerk 2025 in Betrieb gehen soll. Solange planen wir auch hier mit dem Prüfstand die Entwicklung dort zu unterstützen.